zum Leben erwacht. Die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Die Ewigkeit beginnt heute Nacht. Ich habe mich gesehnt danach, mein Herz zu verlieren. Jetzt verliere ich fast den Verstand. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühlen und kein Land. Boxweltmeister Sven Ottke, hallo, guten Abend. Zusammen mit deiner Frau? Ja. Was erwartest du vom Musical heute Abend? Geniale Unterhaltung, tolle Kostüme, ein wahnsinniges Gesang und einfach, ich freue mich drauf. Okay. Wenn ein Vampir dir je zu nahe kommen würde, kann es dann schon mal sein, dass du dann deinen Boxheb ausschlagen würdest? Ich würde gucken, wie scharf die Zähne sind. Ja, okay, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ne? Viel Spaß euch. Das Musical Tanz der Vampire. Schon mal gesehen? Ich habe das Musical Tanz der Vampire 14 Mal ungefähr gesehen innerhalb von einem halben Jahr. Weshalb? Wegen den Frisuren, oder? Die Frisuren sind natürlich sehr aufwendig. Ich war auch in der Maske schon, habe mir das angeschaut. Es ist wirklich gigantisch, was da geleistet wird. Aber ich bin mit einem der Musical-Darsteller liiert seit fast einem Jahr und mit ihm jetzt auch von Oberhausen nach Stuttgart gezogen. Okay. Obwohl mein Job ja eigentlich bundesweit sich ausübt, von daher geht's. Aber es ist immer wieder interessant und auch immer wieder spannend und neu. Also du lebst und arbeitest jetzt auch dann zum Teil in Stuttgart? Ich lebe komplett in Stuttgart, habe allerdings noch eine Wohnung natürlich auch in Köln, um eben zu pendeln. Aber mein Hauptfokus ist jetzt in Stuttgart, ja. Okay, dann kann man also auch mal zu dir kommen und die Haare sich dort machen lassen. Man kann natürlich zu mir kommen und sich die Haare machen lassen, aber ich gehe mit 4 Stylisten im Mai auf Deutschland-Tournee. Das heißt, wir sind in 7 Tagen in 7 verschiedenen Städten und dann bin ich auch bei ganz, ganz vielen anderen noch in der Nähe. Alles klar. Einfach mal reinschauen im Internet, da erfährt man es. Okay, ja, das steht auf meiner Internetseite www.andreas-wendt.com. Alles klar. Okay. Viel Spaß heute Abend. Danke dir. Tschüss. Ihr habt ja, glaube ich, das Musical schon mal gesehen, oder? Ihr ja, aber sicher. Bei der ersten ja, Vorstellung. Damals, ja. Und jetzt und Polanski war da. Richtig. Super. Und was erwartet ihr heute? Ja, super. Ganz toll. Es ist fantastisch und ich liebe es. Und ich gehe nochmal rein, wenn es kommt. Wenn es ja, nochmal kommt. Alles okay. Alles also okay. Alles Wiederholungstäter sozusagen. Aber sicher. Wir waren ja auch absolut. 4-mal in 40 Seconds. Aha. Ja, also ihr seid richtige Musical-Fan. Ja, ja, genau. Sicher. Viel Spaß okay. noch heute. Okay, gut. Danke. Hallo Kevin. Hey. Nice to meet you. Yes, ja. Wie geht's? Gut, ganz gut. Wie ist es, wenn du heute mal im Publikum sitzt und die Show ansehen darfst? Ja. Die du lange gespielt hast. Ja, das ist ein großes Geschenk. Also eigentlich kann ich endlich mal richtig so eine Premierstimmung hier bei diesem Stück genießen. Das ist lange her. Also ich habe es meistens immer selber von der anderen Seite das alles betrachtet und die Energie gehabt. Und jetzt dieses Mal von vorne, es ist ein sehr schönes Gefühl. Also, ja, freue mich, richtig. Dann auch, achtest du jetzt ganz speziell auf irgendwelche Sachen, die du vielleicht damals auch gemacht hast oder nicht gemacht hast oder wie auch immer? Es ist einfach, wir haben viel mehr Schliff jetzt in der Show in der letzten Zeit und eine sehr stramme, intensive Probezeit hinter uns. Und ich freue mich jetzt, die Show wieder zu sehen mit frischen Augen. Jetzt haben wir einige Wochen Abstand und jetzt kann ich das gucken, so wie wir die Details, also vor allen Dingen den ganzen Charme, was im ersten Akt gibt, das wieder zu sehen. Und nicht nur the heavy und die dunkle Seite, aber auch the fun. Also das Tanz der Vampir hat sehr viel Fun drin, ja. Bist du nochmal auch dann irgendwann zu sehen als Graf? Ja, ja, am Samstag bin ich schon wieder drauf und okay. Sonntag beide Shows, ja. Sehr schön. Okay, ja. Wir freuen uns, okay. dich zu sehen. Und okay, dir viel Spaß. Die neue Hitparade. Ja. Auf RTL 2. Soll ich Ihnen was dazu erzählen? Bitte gerne. Die neue Hitparade auf RTL 2 ist quasi die Hitparade in neuem Gewand, in einer neuen Zeit, mit einer neuen Dimension, mit neuer Musik, mit deutschem Pop, mit deutschem Schlager, mit Partymusik. Da sind also alle Altersgruppen vertreten. Und das mag ich. Ich finde es total cool. Weil ich finde es auch gut. Treten die No Angels neben den Atzen auf. Und die beißen sich nicht. Die küssen sich dann hinterher. Genau. Würden auch die Vampire reinpassen? Tanz der Vampire? Musical haben wir angesagt? Also wir haben ja ein ein neues Hitparadenballett. Ne? Das sind lauter 14 blutjunge Mädchen. Und die würden quasi den Vampiren gut schmecken.
Die brauchen ja immer neues Blut. Das ist wie beim englischen, auch beim deutschen Adel. In Monaco gibt es ja auch Ärger, habe ich gehört. Also von daher, die brauchen immer neues Blut. Und vielleicht kommen die mal vorbei. Ich würde mich freuen. Ja, warum nicht? Ne? Ja. Wie oft ist die Hitparade zu sehen? Wie viele Folgen gibt es? Wir haben jetzt ein großes Special gemacht, nochmal zu Silvester. Das war ein wahnsinniger Erfolg. Und wir denken, dass es dieses Jahr schon, also in regelmäßigen Abständen, mehrmals zu sehen sein wird. Ich eier da so rum um die Zahl, weil ich weiß es selber noch. Okay. Aber drücken Sie mir die Daumen, ja? Ich drücke die Daumen. Super, und wünsche euch viel Erfolg und heute Abend viel Spaß. Tschüss und einschalten, ne? Hallo, guten Abend. Servus. Wie geht's? Danke, danke. Das Musical Tanz der Vampire schon mal gesehen? Ja. Ja, der Film und das Musical, ja. Beide schon. Und für Sie ist es neu? Premiere, ja. Premiere. Irgendwelche spannenden Szenen schon erfahren, was nein, interessant ist? Er sagte, achte auf die Musik. Nicht vergessen, da soll ein, Mami, das ist eine Überraschung. Ich habe gar nicht erzählt, weil ich habe nie, das ist wie beim Krimi, man darf nicht sagen, welcher der Mörder ist. Ganz genau. Okay, euch viel Spaß. Ja. Danke. Danke. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Was erwartest du vom Musical heute Abend? Ja, ich erwarte natürlich ganz viel. Ich meine, Tanz der Vampire ist ja so das Musical, was eigentlich jeder kennt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Premiere also heute. Ja, Premiere natürlich. Ja, ganz klar. Dann wünsche ich mal viel Spaß. Dankeschön. Und wir unterhalten uns nachher mal, wie es dir gefallen hat. Dankeschön. Jo, tschüss. Mr. Larry Hagman ist im Anmarsch. JR aus Dallas. Larry Hagman, you remember? We meet us? Hi, yeah. How you doing? Sure. Yeah, long time. Yeah. How are you? I'm well, thanks. You would like me, Stuttgart? The first time in Stuttgart? No, I've been here before. Okay. And the vampire, the show, the musical? I'm looking forward to it, yes. Okay. Good luck. Thank you so much. Okay, thank you. Did you see the musical before? Have I seen a musical before? Yeah. Yes, I started doing musicals when I was a kid. When I was 12, I've been in 32 shows since I was a kid, so I love musicals, actually. I started on the stage like that. And yeah, it's kind of cool to be here tonight because vampires for me are something that I definitely love. I plan on doing a vampire club tour of Europe this year. We go to about 100 different discos in Europe to bring all the vampires out of my park, Terenzi Hornites, and take them on the road. And since I love musicals too, it's cool to see them both combined. And I saw the original one on Broadway with Michael Crawford, so it's cool to be here to see this production. What's so special about vampires? What's so special about vampires? I think what's special about vampires is, I think over the years they've always been sexy and they've always been mysterious. And I think when something's mysterious, you don't know everything about it. I think that's what makes it sexy. So, okay, thank you.